Wir kommentieren dieses heutige Freundschaftsspiel für Sie. Was anderes ist für uns nicht. Die große Chance der Sieger hob den Kopf. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer, David Alaba spielt mit Jerome Boateng und Arthur Thomas Müller steht mit Ivan Perisic. Effektive Position und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Die Startformation des Auswärtsteams. Wir haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Wer jetzt Anstoß durch die Bayern. Die Partie läuft. Kimmich. Goretzka. Der Ballverlust. Die Bayern mit dem Ballverlust. Klasse Pass. Was macht er draus? Hereingabe kommt lang. Super Aktion. Gut geklärt. Goretzka. Thomas Müller jetzt. Coutinho jetzt am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Aktion. Klasse Pass. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Weiter diese Szene. Immer noch neuer Held, Ball noch im Spiel. Den Ball kann er klären. Gute Aktion. Da ist die Hereingabe. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Gut aufgepasst und geklärt hier von David Alaba. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Ah, die Bayern-Fans merken, das Team braucht jetzt ihre Unterstützung. Hätten sie beinahe den Rückstand kassiert. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe in die Mitte. Neuer macht zu. Ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Ecke in die Mitte. Goretzka. Ballverlust Bayern München. Kimmich. Coutinho. Pavard haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage.
Schönes Zuspiel. Das könnte die Gelegenheit geben. Wichtig, dass Neuer den hält, da war die Chance natürlich da. Die Ecke kommt. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Und jetzt ein Schuss. Der Ball geht an die Latte. Müller am Ball. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Geht dazwischen und hat den Ball. Pavard. Kimmich. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da ist Platz auf dem Flügel. Ja, könnte was werden. Er ist frei in der Mitte. Da ist das Tor. Sie haben die Führung. Und damit hat hier wohl überhaupt keiner gerechnet. Sie machen das klasse. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Puschi, die Hereingabe, der gute Abschuss, ein klasse Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lewandowski. Super Tackling. Macht er gut. Jetzt vielleicht. Neuer Held war noch im Spiel. Die Bayern mit dem Ballverlust. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Ja, die Bayern spielen aus meiner Sicht, Wolf, unter ihren Möglichkeiten. Müssen wir mehr riskieren. Ihr Spiel irgendwie stringenter durchziehen. Klasse Pass. Was macht er draus? Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Kann er was draus machen? Guter Pass. Super Pass, Ball kommt an. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Ganz enges Ding hier, da ging es um Zentimeter. Es gibt Einwurf. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt eine gute Flanke. Da kommt der Schuss. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Ivan Perisic kommt. Da oben, der vorne den Ball. Könnte der Ausgleich sein. Und er geht rein. Oh, oh, Ausgleich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Sie machen den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Es ist alles wieder offen, zumindest was das Ergebnis angeht.
Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Balleroberung, ja, da sieht. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er findet offensiv bislang nicht wirklich statt. Das können wir auch ganz gut an den Abschlüssen erkennen. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Den spielt er steil. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Ein Moment für die Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemach, gemach, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. Jetzt muss mehr kommen. Die Bayern sind hinten. Goretzka. Thomas Müller jetzt. Lewandowski mit der Chance. Der geht daneben und es bleibt beim Rückstand. Mann, 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 das war die Gelegenheit. Aber weiter so, Sie haben noch Zeit. Der Ballverlust. Goretzka. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Leon Goretzka. Und das ist der Ausgleich. Nicht. Unglaublich. Den hatten hier alle schon drin gesehen. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Sie liegen zurück und wenn Sie daran noch was ändern wollen, dann müssen Sie sich einfach mehr Chancen erarbeiten. Sie kommen nicht gefährlich genug vors Tor. Sie verlieren den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ja, könnte was werden. Wichtige Aktion. Jetzt gibt es hier die Ecke. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Hey. 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 Hey.
Kann er was draus machen? Gute Aktion jetzt. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Schussversuch. Nur Müller. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Michael Cuisance. Lewandowski. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Klasse Flanke. Gute Aktion. Und da verlieren sie den Ball. Das Zuspiel kommt jetzt hier für Lewandowski. Pass kommt zu Lewandowski. Ausgleich für die Bayern. Alles wieder drin in diesem Spiel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier nochmal dieser Treffer. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ballverlust. Kimmich. Lewandowski. Und er gibt abseits. Das war eng. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ball fliegt hoch ein. Was macht er draus? Ja, das sieht gut aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, sie können erst mal klären. Wir hören es, die Bayern-Fans glauben noch an den Erfolg, sind sich sicher. Hier geht noch was kurz vor Schluss. Perisic. Ivan Perisic kommt. Die Bayern mit dem Ballverlust. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Thomas Müller. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Unruhe sorgt. Tolisso! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Schönes Zuspiel hier. Klasse gespielt. Das muss es sein. Wahnsinn, da ist das Tor. Und jetzt haben sie die große Überraschung in der Hand. Gleich ist hier Schluss. Das ist das Tolle am Fußball. An guten Tagen haben auch die vermeintlichen Außenseiter ihre Chancen. Und mit diesem Führungstreffer könnte ihnen hier das ganz, ganz große Ding gelingen. Viel Zeit bleibt dem Gegner nicht mehr. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Jetzt muss mehr kommen. Die Bayern sind hinten.
Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Ja, guter Pass. Jetzt können sie es entscheiden. Neuer Held war noch im Spiel. Noch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Die Bayern brauchen das Tor, sie brauchen es dringend. Wer kann es machen? Wir haben einige Kandidaten. Jetzt ist Abgebrühtheit vor dem Tor gefragt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Michael Cuisans. Die Bayern-Fans laufen weiterhin an den späten Ausgang. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal nach vorne. Die Chance auf den Konter. Oh, das könnte was werden. Der muss doch drin sein. So eine Chance musst du eigentlich nutzen. Oh, ich weiß auch nicht, das war am Ende gar nichts. Den Konter müssen wir loben, aber den Abschluss, naja, den sollten wir schnell vergessen. Michael Cuisans. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Flanke bleibt hängen. Den Ball kann er klären. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. So ist das, wenn Mut belohnt wird. Tolle Offensivleistung. Buschi? Ja, sie haben auch einfach die Spieler dafür. Trotzdem Kompliment, dass sie immer weiter gemacht haben, immer weiter attackiert haben. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er dürfte zufrieden sein, hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert. Robert Lewandowski, der hat heute natürlich getroffen, aber insgesamt war das heute von seiner Mannschaft leider so.